So Leute, herzlich willkommen zurück zu Crazy Machines, die Erfinderwerkstatt. Ja, ich habe jetzt das Spiel mal länger nicht hochgeladen, auch nicht aufgenommen. Blöd eigentlich, denn ja, es ist das beliebtere meiner beiden Projekte. Oberfußball ausgenommen. Und ja, es gibt auch Leute, die warten da eben öfter mal rauf. Aber wie gesagt, ich mache das ja ohne Uploadplan, spontan, was ich aufnehme, was ich später hochlade und so. Und da habe ich die freie Zeit einfach mal genutzt, das Spiel privat voll durchzuzocken, das heißt offscreen. Für die Leute, für die es keine Privatsphäre mehr gibt, damit ihr mit dem Mod privat auch noch was anfangen könnt. ja, und dann bringe ich jetzt mal alle drei Kessel zum Dampfen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß auch nicht, was da los war. Drehen, zack und zack und zack und zack und zack ist das perfekte Wort für Crazy Machines. Wusstet ihr das? Dann brauche ich erstmal diese ganze Stromapparatur, die brauche ich eigentlich gar nicht. Genauso das brauche ich auch nicht. Brauche jetzt nur noch einen Blasebalg. Ich weiß nicht, ich habe da wirklich stundenlang rumprobieren können. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einfach mal so hinkrieg, wie ich es dann am Ende hinbekommen habe, so wie ich es jetzt euch zeigen werde. Und hoffen, dass ich nicht faile. Also wie jetzt. Mal gucken. Dampft nicht. Das ist zu weit unten, das Brett. Zack. Ich weiß den Fehler. Ich treffe schon wieder durch. Ja. Let's play or die. Ja. Kurze Ahoi. Na, wenn das mal gut geht. Das gibt's echt nicht. Ja, willst du mich verarschen? Du. Schon auf. Dumme Kerze. Wo ist mein Held? Es funktioniert. Dingo. Es funktioniert. Oh Gott. Ich habe davon eine 22-Minuten-Session gemacht mit Senshi. Nein, den wollte ich doch heute einladen. Shit. Sorry, Kumpel. Also, ja, ich sage einfach mal weiter im Text. Diese Aufgabenstellung müsste dir mittlerweile bekannt vorkommen. Genau. Ball in Korb. Nein, wo kamen die zum ersten Mal vor? Ja, und es ist so simpel, wie es aussieht. Türmchen bauen. Nur sollte dieses Türmchen halt auch stehen bleiben. Wo ist mein Helm? Ich sagte, es sollte stehen bleiben. Moment noch. Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? Oh, Junge! Na, wenn das mal. Dann sprechen die innen. Zusammen. Kistenstapel abräumen ist auch nicht. Gott im Himmel, wie waren das jetzt? Moment noch. Wo geht's denn? Ich sagte, du sollst stehen bleiben, Mann. Nein, damit wollte ich niemanden mobben. Stapel, ich hasse dich. Och, leck mich doch einfach. Es kann so schwer dran sein, stehen zu bleiben. Ich hasse diesen Kistenstapel jetzt schon. Tschüss.
meine Güte. Moment noch. Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? Schwerkraft, fick dich. Auf geht's. Kiste, fick dich auch. Wie? Du kapitulierst? Die lassen sich immer wegschieben, ich pack's nicht. Und das ist doch dumm. Moment noch. Wo geht's denn hier in den nächsten Bunker? Nicht euer Ernst. Jetzt komm. Genau, geht doch. Hast du geschummelt? Ja. In der Schaltzentrale ist mal wieder das totale Chaos ausgebrochen. Kümmere dich darum und schalte so schnell wie möglich das Licht ein. Wie war das jetzt? Auf jeden Fall muss man mal da den Strom anschließen. Zack, 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 zack. Hä? Okay, das war die Stromzufuhr. Wird das hier? Das weiß ich noch, das darf nämlich den Strom hier nicht unterbrechen, sonst ist da alles weg. Meine Damen und Herren, aufgepasst! Jetzt geht ein Genie! Das darf auch den Strom nicht unterbrechen. Wie? Du kapitulierst? Nein, tue ich nicht. Ich verstehe das nicht. Bau mal den ganzen Mist neu auf. So irgendwie auch dämlich. Das muss. Ich will nur noch mal einen Blick auf meine Hausratversicherung werfen. So was liebe ich immer. Das war mir schon vorher klar. Ich rätsel rein. Das funktioniert schon mal nicht. Aber dann sind wir zu ziehschwach. Von denen kann ich ja auch nur die Dinger nur nicht das Gewicht. Ach, meine Fresse. Dumme Entwickler. Was kann ich denn überhaupt alles anwählen? Nur das bisschen da? Oder nicht noch mehr? Bescheißt ihr etwa wieder? Das ist doch egal. Ich habe nur dieses eine dumme Seil. Ja, sorry, wie soll ich denn das machen? Ich bin ja auch selten dämlich, oder? Ah.
also in manchen Tagen, da läuft es einfach nicht so. Zum Beispiel an diesen. Dann zeig mal, was in dir steckt.